Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Und ja, nach dem Fiasko im letzten Part ist das hier nur angemessen. Wir haben hier ein kleines Grabstein aufgestellt. Rest in Peace, Magnaien. Damit er auch immer in unserer Erinnerung bleibt, ist er hier auf diesem wunderschönen Berg begraben. Ich meine also, nicht seine Leiche an sich, aber so der Gedanke an ihn. Und ich bin offscreen nochmal hingegangen und habe den T-Rex umgelegt. Und hier, das sind seine Arme, die lassen wir hier drinnen. Wir haben dich gerecht, Magnaien. Und das war das Letzte noch, was er im Inventar hatte. Deswegen werde ich das auch noch hier reinlegen. Es ist ein trauriger Tag, Freunde. Es ist ein trauriger Tag. Okay, Freunde. Es muss trotzdem weitergehen. Und der Rami meinte, er hat mir ein schickes Geschenk dagelassen. In Form eines Dinos. Ich habe schon gesehen. Was heißt Dino? In Form eines Tiers. Ich habe schon gesehen. Gerade als ich von dem Hügel da oben runtergekommen bin. Ich finde, das ist eine super Stelle für einen Grabplatz. Aber wir haben einen Megalodon. Ist das nicht toll? Wir claimen den einfach mal. Warum nicht? Und wir stehen auf ihm rum. Sehr, sehr cool. Er meinte, er braucht sie nicht mehr, wie ich hier gerade sehe. Wow. Und sie ist voll mit Rotten Meat. Und anderem Zeug. Sehr, sehr cool. Megalodon Saddle. Sogar Prentice. Sehr cool. Megalodon Teeth. Also es hat schon einige andere Megalodon umgelegt. Sehr schön. Eine Pick. Sie hat noch keinen Namen. Und wie nennen wir sie? Sie ist ein Hai. Ich würde sie Brucey nennen, aber nennen wir sie doch einfach Tohai. Schreibt man den so? Ich weiß es nicht, ich glaube. Except. Und, ich bin mir nicht sicher, was man bei so einem Vieh erhöht. Wie viel bekomme ich bei Health? Ein bisschen. Gehen wir über 800? Gehen wir erstmal über 800 Health. Danach schauen wir, was wir noch so bekommen können. Okay. Naja, mein Ziel im letzten Part war ja voll im Arsch und da hat nichts geklappt. Was etwas traurig ist. Und ich muss mal das Zeug hier aus der Inventarleiste hauen. Ist schon ein wenig traurig, aber ich habe noch was anderes vor für heute. Und zwar würde ich gerne einen Crossbow bauen. Und dafür brauchen wir Metall. Metall, das ich nicht... Oder? Habe ich Metall? Habe ich Metall? Nein, habe ich nicht. Schade. Ich brauche noch 4 Metall. Und das habe ich nicht. Deswegen werden wir es uns holen gehen. So, ich hau erstmal Fiber hier rein. Ja, es fehlt nur noch Metall. Das heißt, wir werden heute eine kleine Expedition machen, Freunde. Aber vorher müssen wir hier erstmal Inventar ein bisschen aufräumen. So, wir wollen ja nicht zu schwer sein. Hide brauche ich nicht wirklich. Ich nehme trotzdem mal 30 Hide mit. Leg den Rest hier rein. Ich glaube sogar 8 Holz sollten reichen. Sollte wirklich nicht allzu viel mitnehmen. Und zack, ein paar Stück. Steine könnten auch nicht schaden. Nehmen wir auch wieder 8 mit. Ich weiß nicht, ob ich Narcotics mitnehmen soll. Die nehmen halt Platz weg. Ich nehme 18 mit. Craftet das. Na komm. So, 16 Narcotic-Pfeile. Dann haben wir noch 2 Narcotics. Die nehmen wir einfach mal mit. Keine Ahnung warum. So. Und. Bevor ich es vergesse. Natürlich ist eine Pickaxe viel effektiver. Die beiden sind genau gleich? Die sind genau gleich. Das heißt, wir nehmen die mit. So, eine Metal Pickaxe ist natürlich viel effektiver. Die lasse ich mal hier. Und ja, ich habe auch die hier schwarz gefärbt. Ich weiß nicht, ich fand den Gedanken cool. Wir hatten 2 und ich dachte mir, warum färbe ich die nicht schwarz? So, whoops, bin ich dagegen gestoßen. Was ich auch noch machen will, ist den Bären unbedingt mal reiten. So, die sind ziemlich schnell und ziemlich, wow, brutal. Wow. Ich stecke überall fest. Okay. Wie es aussieht, reite ich dann wohl nicht auf den Bär. Ah, ich würde über 500 Health bei dir gehen wollen. Okay, wir sind jetzt zu lange zu Hause rumgesessen. Ich möchte gerne Metall sammeln gehen. Und das machen wir am besten nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf dem Berg... Also es muss irgendwo auf dem Berg Metall geben, aber ich gehe da ungern hin. Weiß nicht warum. Ich bin schon mal offscreen Metall sammeln gegangen. Aber das war auf dem Berg da hinten. Moment, ich nehme mal die Karte raus. So, ihr seht den Berg auf der rechten Seite. Ja, das müsste der sein. Auf dem war ich und habe dort Metall gesammelt. Da gibt's echt viel.
Man sollte da schnell an welches rankommen. Das Problem ist nur, der Weg dahin ist etwas gefährlich. Aber was noch gefährlicher ist, ist der Ort an sich. Weil da könnten uns ein paar T-Rex, T-Regers und andere Viecher über den Weg laufen. Und das könnte ziemlich gefährlich werden. Mal schauen, was da so dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass dieser Part etwas kürzer wird. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Ziel ist so 20 Minuten, höchstens 25, weil diese Woche kam ja schon Ark am Mittwoch. Na super, ich bin ausgepowert und ich habe nichts zu essen mitgenommen. Ich bin so ein Depp, Freunde. Geht auf eine Expedition und nimmt nichts zu essen mit. Wenigstens haben wir eine Flasche Wasser dabei. Wir können auf dem Weg... Ich wollte auf dem Weg Beeren sammeln, aber natürlich sammelt er Steine vom Boden. Auch gut. Okay, ich will hier nicht ausgepowert werden. Hallo Dodo, 64. Ein Ultra-Dodo. Kennt ihr die Folge, in der, im Pokémon-Anime, in der sich Maike vorgestellt hat, wie sich ihr Flamly entwickelt? Und sie hat sich kein Jungglut vorgestellt, sondern einfach ein Ultra-Ripped Flamly. So ein riesiges mit einem fetten Sixpack und sowas. Ja, so müsst ihr euch ein Dodo auf einem hohen Level vorstellen. Einfach ein riesiges Hähnchen mit einem ultra-fetten Sixpack. Ja, Dodos sind auch so eine traurige Sache. Ich meine... Keine 100 Jahre, nachdem man sie entdeckt hat, sind die ausgestorben. So, geh mal weg. Und leg mir die da unten rein. Ich darf nicht zu viel rennen. Rennen verbraucht auch Energie. So, ich laufe hier, während ich hier durchlaufe, sammle ich mal ein bisschen Zeug. Also, ja, wie gesagt, bei den Dodos, das ist echt traurig. Die haben halt auf so einer komischen Insel gelebt. Ist ein paar 100 Jahre her. Ich weiß nicht, war das 1800, dass man Dodos entdeckt hat? Kann sein. Auf jeden Fall, keine 100 Jahre später waren die auf jeden Fall ausgestorben. Komplett alle weg. Und das ist echt traurig. Naja, das Ding war halt, man konnte Dodos einfach jagen. Wow, na super. Kaum reden wir darüber, schon ist ein T-Rex. Das Ding mit Dodos war, sie hatten auf ihrer Insel keine natürlichen Feinde. Und sobald Menschen angefangen haben, diese Insel zu besiedeln, und es gab keine natürlichen Feinde für den Dodo, hatte das Vieh natürlich auch keine Angst vor Menschen. Und es ist halt so wie dieser Parasaurus, ist es gerade hier einfach an uns so vorbeigelaufen. Also im echten Leben würde ein Parasaurus wahrscheinlich vor uns wegrennen. Einfach aus Vorsicht. Okay, zwei Brontos und ein Haufen Ankylos. Also ich hoffe, wir sind halbwegs sicher vor dem Rex. Welches Level hat er denn? Tut mir leid, weil ich hier die ganze Zeit abgelenkt werde. 40, ha. Huh. Auf jeden Fall, ja, Dodos sind halt die ganze Zeit in der Gegend vom Menschen rumgelaufen. Das hat sie natürlich zu leichten Opfern gemacht. Und naja, wenn du dir keine Mühe machen musst und das Essen liegt schon mal da, dann isst du das auch. Und das Ding war halt, Dodo-Fleisch hat halt nicht mal, anscheinend hat das nicht mal so toll geschmeckt. Es war anscheinend eher schlecht. Und trotzdem hat man es gegessen. Warum? Weil, naja, es war einfach zu bekommen. Und warum isst man das dann nicht? Okay, ich muss jetzt aufpassen. Eigentlich muss ich nur nach da hinten. Und da wäre dann das Metall. Das ist ein Parasaurier. Das heißt, es sollte halbwegs sicher sein. Ich packe schon mal hier die Pike aus. Für den Fall der Fälle. Okay. Und ja, das war dann halt das traurige Ende der Dodos. Kaum gefunden, schon wieder einfach ausgestorben. Echt mies. Nein, 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 nein. Das hat sich nach einem Säbelzahntiger angehört. Das hat sich nach einem Säbelzahntiger angehört. Schön weg da. Na super. Oh Gott. T-Rex. Den würde ich auch ungern über den Weg laufen. Seid ihr Mate boosted, ihr Brontos? Nein, Male. Und du bist auch ein Male. Wahrscheinlich, sonst wären sie ja Mate boosted. Nein, Female? Warum seid ihr nicht Mate boosted? Pass auf, da kommt ein T-Rex. Und das Ding. Wo ist der T-Rex? Oh shit, ich gehe mal lieber hier weg. Oh Gott. Ich wollte doch nur etwas Metall haben, Freunde. Es stellt sich als ein größeres Problem dar, als ich dachte. Da hinten könnte was sein. Ha. Huh. Generell ist es so eine Sache mit dem Menschen und Tiere aussterben lassen. Ist schon etwas mies.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe da mal irgendwie so Zahlen gehört und ich muss gleich husten. Verzeihung, falls ich das nicht rausschneide. Ja, wir sind ans ziemlich vielen Aussterben von Tieren. Verantwortlich. Wir sind für das Aussterben ziemlich vieler Tiere verantwortlich. Was ziemlich traurig ist. Weil, naja, es sollte doch Artenvielfalt geben. Und es ist traurig. Die Viecher sterben halt nicht durch natürliche Ursachen aus, sondern einfach durch das unser Eingreifen in die Natur, was echt traurig ist. Zum Beispiel der Dodo. Ich weiß, die Viecher sind blöd und wahrscheinlich echt nicht mal so nützlich. Aber es ist traurig, dass die einfach aussterben. Und weg sind. Komplett. Und ich sehe hier weit und breit kein Metall vorkommen. Ich trinke mal was. Sollte ja doch Metall geben. Warum sehe ich nichts? Okay, da kämpft ein Stego gegen ein Argentav. Da hinten ist Metall. Sehr, sehr gut. Wir brauchen nicht mal so viel. Ein so ein Stein reicht. Okay, wir werden bald verhungern, weil es hier kalt ist. Und sobald es kalt ist, verlieren wir schneller Essen. Okay, wir haben schon genug Metall. Ich glaube, ich nehme auch nicht mehr mit. Ich hau nur diesen Stein hier weg. So, und runter hier. Oh Gott, ein Carno. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und wogegen kämpft dieser Stego da gerade? Und gegen noch ein Carno. Ich muss hier weg, Freunde. Das wird hier echt nicht toll. Die werden mich angreifen, sobald die mich sehen. Deswegen renne ich. Dann ist der T-Rex. Oh, shit. Okay. Ich renne hier einfach mal runter. Und nebenbei noch ein paar Berries fressen. Okay, 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 okay. Na super, na super. Ich werde dann, sobald ich am Strand bin und dann in Sicherheit bin, werde ich wahrscheinlich einen Schnitt setzen, bis wir dann wieder zu Hause sind. Okay, ein Trike. Der fängt ab, was uns hinterher rennt. Oh nein, oh nein, oh nein. Was rennt uns hinterher? Es hat sich angehört wie ein Dillo. Das ist ein Kompi. Es sind zwei Kompis. Wie gesagt, die Dinger darf man nicht unterschätzen. Oh Gott, sie sind sogar zu dritt. Ich renne lieber. Okay, einer ist tot. Es sind noch zwei. Zwei sind nicht so schlimm. Na komm, oh Gott, es sind wieder drei. Es sind wieder drei. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Und es ist noch einer. Okay. Sehr gut. Puh, Sicherheit. Sehr, sehr gut. Freunde, dann sind wir. Ja, wir sind in Sicherheit. Ich setze dann einen Schnitt und wir sehen uns, wenn ich wieder zu Hause bin. Na toll, Hunger. Oh fuck, Freunde. Da kämpft der T-Rex gegen die zwei Brontos. Es sieht schlecht für den einen Bronto aus und ich stecke in diesem Stück Holz fest. Na super. Okay, danke. Ich bin mir nicht sicher, schaffen die das? Das sieht nicht so aus. Das sieht ganz und gar nicht so aus. Ich hab deine schon blutig. Okay, er ist tot. Der andere Bronto wird ihn jetzt währenddessen angreifen, aber ich weiß nicht. Ich bin hier sicher. Ja, ich bin hier sicher. 24, 40. Oh Gott, Raptoren. Raptoren. Oh Gott, Freunde. Nein, 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 nein. Mate-boosted Raptoren. Mate-boosted Raptoren. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Oh mein Gott. Was willst du von mir? 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 Geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben. Oh mein Gott. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, Freunde. Ich hab's überlebt. Ich bin halb tot, aber ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erstmal darauf einen Haufen Berries. Und noch mehr Berries. So, mein Name ist Barry Allen und so. Okay, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Gott. Wir sind ja eigentlich. Oh Gott, nein, 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 nein. Ein Carno? Ich frage mich, können wir einen zähmen? Ja, kommt drauf an. Oh, ich trinke mal aus Versehen, statt mein Fernglas auszurüsten.
12. Das könnten wir schaffen. Ich habe ein Level Up. Ah, worauf gehe ich dann? Health wahrscheinlich. So, ich würde gern 200 Health haben. Ich könnte diesen Carno bekommen. Oh Gott, oh Gott. Vor was rennt der weg? Ist der blutig? Er hat einfach Angst bekommen. Vor was denn? Na gut. Verstehe ich persönlich jetzt nicht. Kommt er wieder? Die sieht echt cool aus. Naja, er hat wahrscheinlich Panik bekommen vor irgendwas. Oder rennt er wieder auf mich zu? Er steckt fest. Freunde, das könnte was werden. Freunde, das könnte was werden. Das könnte echt was werden. Wir haben da ja noch die Raptoren. Mal schauen. Oh Gott. Muss noch etwas aufpassen. Und ja, genau davor. Genau davor. Fuck, 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 fuck. Shit, shit, shit. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Shit. Ja gut, überschätzt. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Freunde. Der ist sogar K.O. gegangen. Was eine Sache. Wir sind drauf gegangen, aber er dafür K.O. Sehr, sehr cool. Dann nehmen wir mal wieder alles aus meinem Inventar. Und ziehen uns wieder an. Hose. Helm. Zack. Die kann ich reparieren. Sehr gut. Und ich würde gern so rumlaufen. Sieht einfach besser aus. Okay, meine komplette Rüstung ist fast im Arsch. Deine Torpor ist noch relativ weit oben. Und sind die Raptoren noch da hinten? Ich bezweifle es. Da hinten sind zwei andere. Aber ich glaube, hier sind keine Raptoren mehr. Natürlich muss ich was trinken. Ne, die Raptoren sind weg. Okay. Freunde, ich werde wahrscheinlich etwas Fleisch suchen und dann hoffentlich diesen Carno da hinten tamen. So, Freunde, da haben wir sie. Das gute Snuggle-Monster. Weil, naja, sie will nur eine Umarmung. Sie will nur etwas kuscheln und sie wird direkt falsch verstanden wegen ihren Hörnern und ihren komischen Augen. Naja. Das ist das. Uranus, du bekommst noch mehr Melee-Damage. So. Und in der Zwischenzeit war ich schon mal wieder zu Hause und habe das etwas von dem Metall einschmelzen lassen. Oh, es ist sogar alles fertig geworden. Sehr cool. Ich wollte ja eigentlich nur Metall sammeln, um mir ein Crossbow zu bauen. Da habe ich doch irgendwas getamed. So, das heißt eigentlich, wir brauchen den Bogen nicht mehr. Ist doch ganz schön. Die Metal Pig lasse ich mal hier und nehme wieder das damit. Gib mir meinen Crossbow. Sehr, sehr schön. So, die Metal Pig kommt nach oben. Und ich sammle mal wieder mein Zeug aus. Ich habe alles hier reingeschmissen. So, das kommt mit, das kommt mit, das kommt mit, das, alles kommt mit. So, es hat hier drin ja nichts verloren. Und genauso hier habe ich auch noch ein bisschen was reingeschmissen. Das ganze Zeug kommt da raus. Sehr gut. Dann würde ich sagen, beladen wir das gute Ding. Zack. Einmal Nummer 4 gedrückt. Sehr, sehr schön. Und wir haben unseren Crossbow, Freunde. Das erleichtert einiges. Zum einen, wenn ich etwas tamen möchte, wird es schneller an Conscious. Und zum anderen kann ich auch Sachen unter Wasser abschießen. Das ging ja mit Pfeil und Bogen nicht. Mit dem Ding geht das. Das Teil sieht echt bedrohlich aus. Ich gehe mal lieber aus dem Wasser. So. Es war wieder eine produktive Folge. Es gab einen Tod, aber dieser Tod hatte eine gute Sache mit sich gebracht. Denn das gute Snuggle-Monster ist dann letztendlich doch outgepasst.
Und habe ich hier genug Zeug drin, um meinen Helm zu reparieren? Nein, was fehlt denn hier? Chitin und Hide. Hide kann ich hier reinschmeißen. Chitin habe ich gerade nicht. Habe ich hier noch einen Sattel-Blueprint? Nee. Also ein Stego-Sattel, weil ich habe hier einen auf dem Weg einen gefunden und einen Metal-Blueprint. Ich muss mir auf jeden Fall ein Bookcase bauen. Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part machen. Aber Freunde, ich würde fast sagen, das war's für den heutigen Part. Wir sehen echt cool aus mit unserem super fetten Crossbow. Mir fällt gerade auf, ich trage immer noch Cloth-Schuhe. Das muss ich auch mal noch ändern. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge, weil ich wollte heute mal eine etwas kürzere Folge machen. Die Aufnahme ist jetzt trotzdem ziemlich lang geworden. Ich hoffe, die Folge aber nicht so lang. 20, 25 höchstens. Werde ich jetzt gleich beim Schneiden sehen. Auf jeden Fall war es das dann wirklich für heute. Meine Freunde, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.